Wie funktioniert Kanalreinigung mit Wasserrückgewinnung? Ein Wasserhochdruckschlauch wird in einen verschmutzten Kanal gelassen. Die Kanalspüldüse am Schlauchende löst durch den Hochdruckwasserstrahl den Schmutz, der im Schacht zurückgeschwemmt wird. Gleichzeitig treibt die Rückstoßkraft des Wassers den Schlauch im Kanal voran. Das im Kanalschacht angeschwemmte Material wird mit Hilfe einer Vakuumanlage aufgesaugt. Das Schmutzwasser und gelöste Feststoffe gelangen per Saugschlauch in den Schlammtank. Durch ein Filtersystem im Tank werden Schmutzwasser und Feststoffe getrennt. Das gefilterte Wasser wird über die Wasserhochdruckpumpe erneut zum Spülen des Kanals verwendet. Das von Kaiser entwickelte Druckumsetzerprinzip erweist sich seit über 30 Jahren als ideale Lösung für die Kanal- und Industriereinigung, insbesondere in der Kombination mit Wasserrückgewinnung. Der Kaiser Druckumsetzer, kurz KDU, ist eine hydraulisch angetriebene Wasserhochdruckpumpe. Mittels LKW-Nebenabtrieb wird die leistungs- und druckgeregelte Hydraulikpumpe angetrieben. Ein hydraulisches Umschaltventil lenkt den Ölfluss des Hydrauliköls und sorgt damit für die Kolbenbewegung. Der Kolben wandelt Öldruck und Ölmenge direkt in Wasserdruck und Wassermenge um. Das gegenläufige Öffnen und Schließen der vier Wasserventile sorgt für einen kontinuierlichen Wasserfluss für die Hochdruckreinigung. Die langsame Kolbenbewegung macht den KDU trockenlaufsicher und unempfindlich gegen Schmutzwasser. Druck- und Durchflussmenge werden unabhängig voneinander eingestellt und auf der hydraulischen Seite geregelt. Kaiser entwickelte bereits Mitte der 80er Jahre die erste Wasserringpumpe in Leichtbauweise für den mobilen Einsatz. Im Gehäuse der KWP bildet ein exzentrisch angeordneter Rotor über die Zentrifugalkraft einen Wasserring. Durch Volumenveränderungen in den Rotorkammern wird Luft angesaugt und verdichtet. Diese Bauart bewirkt eine hohe Unempfindlichkeit gegen Schmutzpartikel und eignet sich hervorragend zum Saugen von nassen und trockenen Medien. Der berührungsfreie Rotor sorgt für eine hohe Laufruhe und eine lange Lebensdauer. Die Leichtbauweise erhöht die Nutzlast des Fahrzeugs. Der patentierte Einbau der KWP in die Frischwasserkammer. Mit dem Einbau der KWP in die Frischwasserkammer werden zusätzlich eine natürliche Kühlung, Frostschutz durch Wasserisolation und eine verstärkte Schalldämmung erreicht. Die kurzen Saugleitungen zum Schlammtank sichern einen optimalen Wirkungsgrad. Diese Bauart ermöglicht auch einen Saugdruckbetrieb in gekipptem Zustand. Aus dem Kanal eingesaugte Feststoffe und Wasser werden durch eine Filtertrommel im Schlammtank getrennt. Das gefilterte Wasser wird ohne weitere Filterstufe direkt dem Kaiser-Druckumsetzer für weitere Spülvorgänge zugeführt. Das Herzstück des patentierten Kaiser-Wasserrückgewinnungssystems Rotomax ist eine sich oszillierend drehende Filtertrommel. Der Selbstreinigungseffekt des Rotomax wird zusätzlich durch ein Rückspül- und Schwemmsystem unterstützt. Die drei zentralen Vorteile der Kaiser-Wasserrückgewinnung: Überlegene Wirtschaftlichkeit. Fahrtwege zum Nachtanken von Spülwasser entfallen, Treibstoff- und Wasserverbrauch wird reduziert. In Kombination mit dem KDU kann auf ein mehrstufiges Filtersystem verzichtet werden. Dies senkt das Aufbaugewicht und reduziert den Reinigungs- und Wartungsaufwand. Kaiser-Fahrzeuge bieten im Vergleich zu anderen Kanalreinigungsfahrzeugen bis zu 4,5 Tonnen mehr Nutzlast. Zuverlässig unter schwierigsten Bedingungen. Kein anderes System am Markt bewältigt den Dauereinsatz in Kanälen mit hohen Fettanteilen und extremer Verschmutzung, vergleichbar mit dem Kaiser-System Rotomax mit Rückspülung. Schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen. Bei einer Spülleistung von 300 Litern pro Minute und einer Spüldauer von 5 Stunden werden 90.000 Liter Frischwasser gespart. Abgas- und Lärmemissionen werden durch weniger Nachtank- und Deponiefahrten substanziell reduziert. Auch die Verkehrsbelastung wird